Hallo und herzlich willkommen, ihr feinen Leute, zu einem neuen Labarababa-Video. Ich habe mir überlegt, ich will einfach mal wieder mich hinsetzen und mit euch reden. Mir sind aber nicht so wirklich Themen eingefallen, über die ich mit euch reden könnte. Aber wir machen das jetzt einfach so ganz spontan. Ich habe unten im Ofen meine Süßkartoffeln, die müssen dann mal... Ich habe kein Ohr, das ist ungewohnt. Die müssen dann mal umgerührt werden. Aber ansonsten haben wir jetzt ganz entspannt eine kleine Runde hier. Ein paar was ist mir auch eingefallen. Wir fangen auch gleich mal mit dem ersten an. Und zwar wollte ich mit euch mal über die Kommentare unter meinem Feminismus-Video reden. Ich habe vor einiger Zeit, das ist echt schon länger her, wartet, April, habe ich ein Video über Feminismus, ein großgeschriebenes Video, hochgestellt. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was in diesen Kommentaren abgeht. Ihr verfolgt das ja sicherlich nicht, aber ich kriege ja jeden Tag diese ganzen Push-Nachrichten gesendet, wenn mir jemand einen Kommentar schreibt. Und diese Männer, diese Massen von Männern, die sich da über Feminismus und irgendwie, die sich da auslassen einfach, das ist krank. Und man kann ja so Statistiken einsehen, wie lange sich das Video angeguckt wurde, ob das die Leute im Durchschnitt bis zum Ende angeguckt haben oder irgendwie wie lange eben. Und ich glaube, dieses Video wurde nicht mal zu einer Hälfte im Durchschnitt angeguckt. Also, das erkennt man auch. Die schreiben teilweise Sachen, über die ich dann später noch rede. Es ist einfach traurig, über was sich manche Menschen so ablassen. Mein Lieblingskommentar. Informier dich lieber, bevor du sowas wie in keinem Land haben Frauen die gleichen Rechte sagst. Im Inselstaat Palau haben Frauen deutlich mehr Rechte als Männer. Da schrieb ich natürlich drunter. Wie ich sagte, geht es beim Feminismus nicht darum, dass Frauen mehr Rechte als Männer haben, sondern dass Frauen genauso viele Rechte wie Männer haben sollen. Das haben viele eben nicht verstanden. Dann sagen natürlich auch viele, Feminismus, das ist sowas Radikales, die wollen die Weltherrschaft übernehmen. Jemand schreibt, Feminismus ist der neue Krebs. Sowas Dummes einfach und das ist so... Das macht mich richtig sauer irgendwie. Ihr könnt ja mal, wenn ihr Lust habt, ich setze euch das Video mal in die Infobox, darunter gucken gehen, was die Leute zum Teil schreiben. Ich lösche das auch gar nicht, wobei vieles eigentlich zum Entfernen und Melden gemacht ist. Aber ich lasse es einfach da, sollen die sich drüber auslassen. Was ich damit ausdrücken wollte, ist einfach nur, schaut euch die Videos immer komplett an, bevor ihr kommentiert. Manche Leute, ich habe das Video 2 Minuten oben und schon die ersten 2 Dislikes. Es gibt immer Leute, die werden negativ sein. Es gibt immer Leute, die sind anderer Meinung als du. Aber wenn ich dann sowas sehe, und Feminismus ist wirklich was, was sehr, sehr fortschrittlich ist. Und ich bin nicht die Einzige, die sagt, Feminismus ist was Gutes. Viele, viele berühmte Persönlichkeiten, Männer und Frauen, die auch sehr, sehr schlau sind, setzen sich für das Durchsetzen von Feminismus ein. Emma Watson, Beyoncé, Harry Styles, keine Ahnung, ganz, ganz viele Menschen. Wenn ich dann sowas sehe, denke ich immer, das wird man nie, nie durchbringen können, weil es immer solche ignoranten, blöden Menschen gibt. Und das sind vor allen Dingen Männer, aber auch viele Frauen wissen einfach nicht, dass Feminismus eigentlich das Richtige ist. So viel dazu. Mein nächstes Thema, da habe ich jetzt gleich nochmal ein paar Sachen vergessen, ist mein Postfach. Moment. Ich habe von vielen von euch Postkarten und Briefe bekommen. Jetzt ist mein Postfach ja gerade erst aufgemacht und ich freue mich jede Woche, wenn ich da reingucke. Ich habe bis jetzt 2-mal war ich da und es waren immer ein paar Sachen drin und das freut mich wirklich so sehr, wenn ich sehe, was ihr auch, euch auch für eine Mühe macht, mir da zu schreiben. Manche Leute schreiben leider Gottes, keinen irgendwie Namen von Social Media oder E-Mail-Adresse oder irgendwas hin. Und ich will euch allen immer so voll danken, weil das ist so lieb, was ihr da teilweise schreibt. Zum Beispiel hat mir Aline einen Brief geschrieben, der war so lieb und ich habe mich so mit dir verbunden gefühlt. Also heißt du auch wirklich Aline? Ja, heißt du? Also wenn du das siehst, Aline, dann vielen Dank für diesen wunderschönen Brief. Du bist so eine Person, wo ich gleich merke, so, wir sind auf einer Wellenlänge, ich würde dich gerne kennenlernen. Ja, ich behalte diese Briefe natürlich alle. Dann meine liebe Zuschauerin, mit der ich wirklich jeden Tag im Kontakt bin, nonstop, den ganzen Tag, Denise, hat mir auch was Schönes geschrieben. Und ich muss sagen, wenn ihr mir Postkarten schreibt, primär ist das ja alles für Postkarten, aber Briefe sind auch wunderbar, also Briefe und Postkarten. Aber wenn ihr mir Postkarten schreibt, die an die Wand sollen, es ist nicht mehr viel Platz, ich zeige euch das dann auch nochmal genau, dann halt mit irgendwas, mit einer Stadt oder sowas, also mit einem Ort. Denise hat mir eine liebe Postkarte auch geschrieben.
die aber nicht an die Wand kommt. Das ist aber auch nicht schlimm. Das ist halt einfach so eine Karte mit Büchern und Globus. Das hat sich eigentlich erinnert. Ich liebe Globen. Ich habe hier auch alleine schon zwei. Das passt sehr gut zu mir. Und hat sie mir noch zwei Tees mitgeschickt. Also total liebe Sachen einfach. Und ich will euch einfach Danke sagen dafür. Und dann hat mir auch noch jemand geschrieben, du hast auch nichts hinterlassen, wie du heißt. Also in Social Media. Aber Charlotte hat mir diese liebe Karte geschrieben. Danke für sowas einfach. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich dankbar, auch was ihr teilweise schreibt und wie ihr euch mit mir identifiziert und wie ich mich mit euch identifizieren kann. Das ist einfach so schön, was wir für eine Bindung haben. Deswegen, wenn ihr mir schreiben wollt, gerne, gerne, gerne mehr davon. Und ich zeige euch jetzt nochmal meine Wand. Also, das ist meine Postkartenwand. Und das ist, war halt alles schon voll von meinen Freunden und so weiter. Aber wir haben zum Beispiel diese wunderschöne Karte, die habe ich hier hingehangen. Also ihr seht ja, was hier alles noch frei ist. Also ihr müsst euch ranhalten mit Postkarten. Dann habe ich diese wunderschöne große Postkarte von Emilia bekommen. Die hier auch aus den englischen Gärten. Total schön. Und die hier unten. Also wir müssen hier ein bisschen vollquetschen. Ja, I love, I love, I love. Und das waren, glaube ich, die, wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Also, ja. Das müsste es gewesen sein. Deswegen haltet euch rein mit Postkarten schicken. Die nächste Sache ist, ich habe jetzt einen Praktikumsplatz. Juhu. Viele haben mich ja immer gefragt, wie geht es jetzt bei dir weiter? Vor allen Dingen Familie und so sind da immer ganz groß mit diesen Fragen. Was machst du jetzt, da dein Abi vorbei ist? Man muss sagen, meine Eltern zum Beispiel waren voll so, gleich studieren, gleich, ne, gerader Lebensweg. Aber die meisten Leute sagen dann, nee, die muss ich erstmal ausruhen, die muss erstmal ein Jahr nichts machen, dann müsste man ja reisen und so. So bin ich ja gar nicht. Ich bin doch so, dass ich vorbereiten für mein Studium was mache. Also, es ist so von allem was dabei. Jedenfalls habe ich jetzt meinen ersten Praktikumsplatz und ich freue mich ganz doll darauf. Allerdings habe ich auch natürlich Respekt. Ich will da natürlich nichts vergeigen. Das ist schon eine große Last, die dann auf dir ist sozusagen. Und du musst dann auch was liefern. Und es ist eine 40-Stunden-Woche, deswegen wird es auch ziemlich stressig. Mal sehen, wie das alles wird mit den Videos drehen, aber ich versuche natürlich mein Bestes. Und ich werde euch berichten, wie es mir geht. Am 1. September geht das los, bis Ende November. Und dann den Dezember habe ich erstmal wieder für mich frei, das ist ja auch was Schönes. Also wie gesagt, ein bisschen von allem ist was dabei. Ein bisschen chillen, ein bisschen arbeiten, ein bisschen alles. Ja, jedenfalls hört nie auf. An eure Vorhaben zu glauben. Auch wenn es irgendwie aussieht, als würde alles nichts werden. Mein Tipp ist einfach, ihr müsst, also auch wenn es über 10 Ecken ist, Kontakte sind alles in der Arbeitswelt. Vor allem, wenn du gerade dein Abi erst fertig hast und noch nichts vorweisen kannst. Du brauchst unbedingt Kontakte und musst dann auch, du musst das nehmen, was dir in die Hände kommt, sozusagen. Mittlerweile ist es so, dass es mich echt irgendwie nervt, den ganzen Tag zu Hause zu sein. Also Melanie hat ja jetzt auch wieder Schule. Und ich war zum Beispiel gestern hier und mir war es so todeslangweilig den ganzen Tag. Und als das angefangen hat mit der freien Zeit, da war das noch so cool. Oh, ich kann 4 Stunden am Tag Sims spielen und lesen, alles machen. Aber jetzt ist es mittlerweile so, dass ich wirklich was machen will und mich dann auch mal freue, wenn ich rauskomme. Vor allen Dingen bin ich zurzeit so auf den Trip, dass ich wirklich gerne am Tag schon so 10.000 Schritte hätte, beziehungsweise dass mich das freuen würde und dass ich das immer im Kopf habe. Und das wird an den wenigsten Tagen, vor allen Dingen also Tagen wie gestern, bin ich wahrscheinlich nur so 500 Schritte gelaufen, was ja gar nichts ist. Und ja, das ist einfach gesund. Der erwachsene Mensch sollte 10.000 Schritte laufen. Mir fällt gerade was ein. Achso, ja. Mein Bruder schreibt mir gerade was Tolles. Ja! Wir waren nämlich am Wochenende bei so einem Fahrradrennen von meinem Bruder. Der ist da mitgefahren. Jetzt schickt er mir Bilder. Oh, das ist total süß. Das freut mich. Und wir haben ihn angejubelt und zugejubelt. Und das war total cool. Wenn diese vielen Fahrradfahrer, diese Rennradfahrer so vorbei fahren, ist das immer wie so eine Summe, das macht immer so Summ. Und diese Geräusche sind immer total cool.
Und Valerie und ich haben dann immer die, die weiter hinten waren und alleine nur gefahren sind, immer so angejubelt, wir immer so, wuh, wuh, go. Es hat Spaß gemacht und die haben dann immer gelächelt und Danke gesagt. Beziehungsweise die, die nicht Danke gesagt haben, denen haben wir dann nicht mehr zugejubelt. Aber es war auch cool zu sehen, wer da alles dabei war, also jung und alt. Und man hatte natürlich auch echt Respekt für diese Leute. Weil teilweise hatten die echt ein bisschen mehr auf der Hüfte und dabei sein ist alles, habe ich immer wieder gesagt. Deswegen war das echt total cool. Und hat Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich euch noch kurz erzählen soll. Ich muss jetzt auch mal langsam meine Süßkartoffeln umrühren. Mein kleinerer großer Bruder schläft gerade um. Der ist uns besuchen gekommen heute. Und hatte heute Frühdienst. Ich dachte erstmal, ein Einbrecher kommt. Ich spiele so gemütlich Sims. Auf einmal geht die Tür unten auf und ich so. Aber es war nur mein Bruder. It's alright. Genau. Also, ohne jetzt hier weiter groß rumzuprabbeln. Er ist aufgewacht, höre ich gerade. Verabschiede ich mich jetzt von euch. Sorry, dass das jetzt nicht so wirklich Inhalt hatte, dieses Video. Aber ich habe 1, 2, 3 Sachen geklärt. Ja? Die müssen noch eine halbe Stunde. Ich rühre sie gleich um. Genau. Ja, ich wünsche euch ansonsten noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Und bis dahin, goodbye, have fun in the sun. Tschüss.